Freddy! Du bist das? Warum wütest du denn so? Na, deine Klingel ist kaputt. Na los, komm rein. Seit wann machst du denn sowas? Ja, das sind so die Freuden und Leiden einer eigenen Wohnung. Du wirst schon sehen, wenn du mal eine hast. Ich lebe mal im Wohnwagen. Da kannst du auch nicht im Dreck ersticken. Ich schon. So, jetzt probier's mal. Drück mal auf die Klingel. Nochmal. Na bitte. So, das wär's. Du, ich hätte da noch eine Kleinigkeit mit dir zu besprechen. Hast du einen Moment Zeit für mich? Was gibt's denn? Ach, nicht hier. Unsere Mutter wird absonderlich. Oho. Kannst du mir vielleicht verraten, wozu ich Französisch können muss? Du wolltest doch von Mama erzählen. Naja, das gehört alles zusammen. Also ich brauche doch wirklich im Leben kein Französisch. Ich habe eben deine 4 in Französisch. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Ich meine, ich gleiche das ja durch Physik und Mathematik aus. Oh, und in Deutsch liege ich auch noch ganz gut. Also zur Sache, worum dreht es sich? Und jetzt soll ich nach Frankreich, stell dir das vor. Aber das wäre noch nicht einmal das Schlimmste. Erst kommt dieser René Martinet im Austausch zu uns. Dieser widerliche 14-jährige Bengel. Wer ist denn das? Ich meine, woher kennst du ihn denn? Den brauche ich gar nicht zu kennen. Das kann man sich doch vorstellen. Grässlich. Für mich einen Franzosen und für Paulchen, der eine 5 in Mathe hat. Den Archimedes kann sie für Paulchen schlecht einladen. Der ist schon 2000 Jahre tot. Sag mal, weißt du, was man gegen Läuse tut? Wieso hast du Läuse? Nein, aber die verschiedenen Mädchen haben sich ausgedacht, mein Leben zu verschönen. Natürlich haben sie mir Läuse eingeschleppt. Endlich hatte ich mal ein Zimmer für mich allein. Da kommt dieser René Martinet daher. Total verlaust. Tja, also ich verstehe Mama offen gestanden auch nicht. Mich ist sie glücklich los und jetzt halst sie sich wieder so einen Bengel auf. Mir scheint, unter 4 tut sie es nicht. Neuigkeit. René Martinet ist krank geworden. Er kann nicht kommen. Blinddarm. Mach Witze. Dann kann ich ja gleich wieder alles richten. Ich habe schon mein halbes Zimmer demontiert. Mutti, gib mir bitte die Briefmarke. Ja, du kriegst sie gleich. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie mir dieser René im Magen gelegen ist. Ich verspreche dir auch. Bring mich nur nicht um. Die Marke, Mutti. Hier hast du sie, du Quälgeist. Aber die Familie Martinet will uns nicht ganz sitzen lassen. Sie schickt uns seine Schwester Claudette. Wie bitte? Ja, Renés Schwester Claudette. Du, das ist eine ganz seltene Marke. Wer? Also Mutti, du hast heute einen witzigen Tag. Ich glaub dir das einfach nicht. Na dann lies. So viel Französisch kannst du vielleicht. Hier. Warum kann ich eigentlich nicht hier wohnen, solange Freddy in Oslo ist? Erstens, zweitens und drittens, weil ich meine Wohnung einem Freund zugesagt habe. Also ich beneide dich um deine vielen Reisen. Du siehst wirklich etwas von der Welt, Freddy. Mhm. Und wie schickst du mir keine Postkarten mit schönen Briefmarken? Du kannst dich drauf verlassen. Noch ein Glas Wein, Mama? Ein halbes, danke. Onkel Karl? Ja, bitte. Mir darfst du auch noch eins einschenken. Ausnahmsweise. Aha. Oh. Unser Heiliger trinkt sich Mut an für den Damenbesuch. Mir graust schon. Na, vielleicht kriegt sie es auch mit dem Blinddarm wie ihr Bruder. Kinder, weil wir heute mal so gemütlich beisammen sind. Ja, jetzt wird's ungemütlich. Ich wette, jetzt gibt's Gebrauchsanweisungen für Mademoiselle. Du triffst mal wieder genau ins Schwarze. Du musst nämlich wissen, Onkel Karl, sie ist eine Kindergärtnerin. Aber das weiß Onkel Karl doch längst. Aber man kann sich das gar nicht oft genug klar machen. Darf ich jetzt mal reden? Eine Kindergärtnerin mit einer... Zum Donnerwetter, nun lass doch mal endlich deine Mutter zu Worte kommen. Ich wollte ja nur bemerken, dass es eine Kindergärtnerin mit Gitarre ist. Ich weiß gar nicht, warum du immer auf der Gitarre herumreitest. Er hat Angst, dass sie uns wie kleine Kinder behandelt, dass wir Liedchen lernen und Ringereien tanzen müssen. Was eure Mutter euch klar machen will, ist die Tatsache, dass ein junges Mädchen aus sehr gutem Hause zu euch kommt. Und dass sie erwartet, dass ihr euch wie halbwegs zivilisierte Mitteleuropäer benehmt. Aber das ist doch selbstverständlich, Onkel Karl. Für dich vielleicht. Manny, nimm den Fuß von der Couch. Mademoiselle wirft ihre Schatten voraus. Na nun, hab dich bloß nicht so. Du tust dir gerade so, als käme die Pest zu euch ins Haus. Statt dass du dir alle 10 Finger ableckst, dass so ein Leckerbissen kommt. Direkt importiert aus Paris. Na, nimm sie doch mit nach Oslo. Aufmachen! Aufmachen! Also hör mal, diese Scherze müssen selbstverständlich aufhören, wenn Claudette jetzt bei uns ist. Manny, mach mal auf und lass ihn rein.
Ab morgen wird nicht mehr nackt in der Wohnung herumgelaufen. Das gilt auch für dich, Melli. Thomas tut das sowieso nicht. Ach, der. Der hat auch nicht so einen bemerkenswerten athletischen Körper wie ich. Abgesehen von deinem herrlichen Körper. Deine täglichen Wasserkatastrophen müssen jetzt ebenfalls aufhören. Ach, Mutti, muss denn das sein? Diese pädagogischen Reformen nur wegen dieser Ziege. Ich kann einfach nicht baden, ohne dass was daneben geht. Na, dann wollen wir versuchen, deine täglichen Wassermengen wenigstens zu begrenzen. Versuch doch mal, ob du mit 3 Liter anstatt mit 10 Liter verspritztem Wasser auskommst, ja? Naja, ich will's versuchen. Nicht bald Paulchen wütet so wie du im Badezimmer. Ja, seit du den nicht mehr wäscht, schont er auch seine Haut. Was soll denn das heißen? Na, bei dem muss ja alles trocken bleiben. Sogar sein Hals. Darf mir die Konferenz mal stören? Ich muss mir etwas Jod holen. Ich habe mich da mit einem Nagel geritzt. Ach, der hat schon wieder Angst, dass er einen Starrkrampf kriegt. Wir müssen unbedingt einen Fahrplan machen, wenn Claudette hier ist. Diese junge Dame... Ich höre immer Dame? Ja, diese junge Dame muss eine feste Zeit haben, wann sie das Badezimmer benutzen kann. Naja, jetzt gehen die Ferien bald an, dann schlafen wir sowieso länger. Dann kann die junge Dame ja meinetwegen zwischen 7 und 8 ihrer Morgentoilette frönen. Oder willst du da rein, Mutti? Och, Melli, du bist ein Schatz. Hat jemals einer von euch danach gefragt, wann ich ins Bad will? Aber Mutti, wir haben es doch morgens immer so eilig. Und das hört jetzt auch auf, Kamm ins Zahnglas stecken. Unter gar keinen Umständen. Du Mutti, ja? Wie soll ich eigentlich zu ihr sagen? Ach, ich denke, das wird sich ergeben, Claudette und sie. Auf Französisch natürlich. Wuh, falls dir das ein Begriff ist. Wuh, wuh, wuh. Das ist ja zum junge Hunde kriegen. Halb so schlimm, Paulchen. Sie spricht ganz gut Deutsch. C'est joli, Paul. Stell das hier ab, Paulchen. Meine Brüder kommen gleich nach Hause von der Schule. Oh, je suis très curieuse. Wie sagt man? Neugierig. Sie wollten doch Deutsch lernen, Claudette, nicht wahr? Ihr Französisch wird sich also lediglich auf Manny beschränken. Beschränken? Was heißt das? Beschränken, beschränken, ja, das kann ich Ihnen gar nicht so richtig übersetzen. Limité, denke ich, so ungefähr. Ah, oui. Stellt euch vor, Mutti kann selbst kein Französisch. Sie hat keine Ahnung, was beschränken heißt. Aber das ist doch völlig uninteressant. Erzähl lieber was von ihr. Ja, wie sieht sie denn aus? Tja, also ich würde sagen, ganz brauchbar. Für meinen Bruder muss ich immer viel, viel Platz machen, weil er isst so gern und so viel. Wie gut Sie Deutsch sprechen. Oh, es ist nur die Aussprache. Mein Lehrer hat immer gesagt, ich soll denken, ich habe Halsschmerzen. Weil dann kann ich besser sagen. Das wird sich geben. Mit uns Deutsch und mit Manny Französisch. Oh, ich werde Balzac mit ihm lesen. Manfred, bonjour Claudette. Bonjour Manfred, comment ça va? Danke, gut, merci. Thomas, bonjour mademoiselle. Bonjour. Ah, vous êtes celui que je chassais de son chambre? Ce ne fait rien, mademoiselle. Claudette meint, sie habe Thomas aus seinem Zimmer vertrieben. Aber das macht doch nichts. Was heißt denn vertrieben? Parlez français avec moi, monsieur. Oui, oui, später sprechen wir Französisch. Morgen. Demain. Na? Gibt's bald was zu essen? Aber Paulchen. Na was denn? Ich hab eben Kohldampf. Was heißt das? Ach, hören Sie gar nicht auf ihn, wenn Sie gutes Deutsch lernen wollen. Also Kohldampf, Hunger, alle, nichts drin. Sag mal, hast du deine Hände gewaschen? Na, werde das Essen holen. Ich helfe Ihnen. Ich komme auch mit. Da komme ich auch mit. Ah, Höflichkeit hast du aber schnell gelernt. Also, Mutti. Hoffentlich lernst du auch so schnell Französisch, Manny. Komm, nimm mal das Tablett. Thomas? Ja? Nimmst du mal die Kartoffeln? Komm, Paulchen, super. Aber heiß, sei vorsichtig. So. Ach, Claudette, nehmen Sie bitte mal das Brot. Oh, jetzt weiß ich, dass ich bin in Deutschland. Schwarzes Brot. Hoffentlich schmeckt es Ihnen. Gehen wir. Also, guten Appetit. Danke, gleichfalls. Danke. Psst, Mutti. Nicht flüstern. Was sind denn das für Manieren? Ich wollte ja bloß wissen, wie ich zu ihr sagen soll. Mademoiselle oder wie? Zu Hause nennen Sie mich Klo. Sag Klo zu mir. Klo? Warum lacht er denn so? Nichts, nichts. Er lacht doch wegen jeder Kleinigkeit. Nun ist. Na, seid ihr bald fertig mit eurer Partie? Ganz bald. Ich besiege ihn.
Tatsächlich. Da ist nichts mehr zu machen. Aber Sie müssen mir jetzt eine Revanche geben, ja? Nicht Revanche. Jetzt bin ich an der Reihe. Ah, oui. L'heure de notre conversation française. Ja, dann muss ich wohl. Zu meinem allergrößten Bedauern. Wieder eine Ouvertüre zum Beginn? Oh, bitte wieder das hübsche Lied. Ich möchte es lernen zu spielen auf der Gitarre. Mitgebracht. Oh! Ich dachte... Parlez français avec moi, Manfred. Nein, Claudette, bitte nicht. Ich weiß nicht, was Sternpater auf Französisch heißt. Ich habe gedacht, weil wir doch diskutierten, ob das die Andromeda oder der Herkules war. Dankeschön, Manfred. Und wenn heute Abend schöne Nacht ist, dann werden wir sehen. Nein, Claudette, heute mal keine höhere Literatur. Haben Sie nicht einen spannenden französischen Krimi oder so? Krimi? Ja, ein Kriminalroman, wo sich ordentlich was tut. Auch Balzac ist sehr interessant. Und nur wenn wir fleißig waren, werden wir heute Abend Sterne sehen. Oh, fein. Das da ist die Leier und dort der helle Stern, die Vega. Und dort ist der Löwe mit der Remulus. Ausgeschlossen. Nie im Leben. Da. Tatsächlich. Ich werde doch mein eigenes Sternbild kennen. Sie sind ein Löwe? Oh ja, ein Wilder. Ich bin ein Wassermann. Meine Mutter und Paulchen auch. Oh, Sternschuppe! Nicht Schuppe, Schnuppe. Sternschnuppe. Haben Sie sich was gewünscht? Oh ja. Was denn? Wird nicht verraten. Ist ein Sekret. Geheimnis. So, das hätten wir. Gib mal den Deckel her. Jetzt probieren wir es erstmal aus. Na, warte mal, der ist ja noch gar nicht zusammengebaut. Doch, das kann man auch so ausprobieren. Siehst du, er spielt. Wie haben wir das gemacht? Es geht also auch ohne Manny. Ach der, ist doch in letzter Zeit überhaupt nicht mehr zu sprechen. Der denkt nur an Klo, Klo und nochmal Klo. Weißt du, was er mit ihr macht? Er steht mit ihr auf dem Küchenbalkon und da schauen sie sich zusammen Sterne an. Stell dir das mal vor. Hör mal, Sterne beschauen macht doch Spaß, ist doch schön. Tust du das nicht gern? Ja, schon. Aber bei mir ist es ja was anderes. Der läuft ja nach wie so ein junges Hündchen. Und unter seinem Kopfkissen, da hat er ein französisches Lexikon liegen. Und Thomas ärgert sich krank, dass er keine 5 in Französisch hat. Das ist ja hochinteressant. Hör mal, ich will nicht neugierig sein, aber da wir gerade bei den 5ern sind, wie steht's denn augenblicklich bei dir? Naja, im Allgemeinen ganz gut. Und im Speziellen? Latein zum Beispiel. Schon, du weißt ja, Latein war schon immer so eine dumme Geschichte. Ach ja, Geschichte. Geschichte ist auch eine dumme Geschichte, was? Wo hapert's denn sonst noch überall? Alles. Im Turn habe ich immer eine 1 und in Religion auch. Und in Musik habe ich mich von einer 4 auf eine 2 minus gebessert. Du, wir singen dann nämlich gerade... Geometrie? Biologie? Lass mich doch mal zu Ende erzählen. Wir singen da gerade Kanons. Du, da muss man aufpassen, dass man nicht rauskommt. Sie machen das gut, Thomas. Ja, ich habe es bei Mama schon öfter gemacht, daher kenne ich's. Sie haben einen süßen Bruder, Thomas. Paul, ich liebe ihn. Ich könnte ihn aufessen. Am nettesten sind Jungen, solange sie klein sind. Mhm. Manny, ich habe doch was gehört. Was machst du denn hier? Nichts. Ich stehe auf dem Balkon. Manny? Naja, ich putze Claudette ein paar Schuhe.
Da ist doch nichts dabei. Nein, ganz im Gegenteil. Aber du darfst auf gar keinen Fall dunkle Schuhcreme nehmen. Das sind doch helle Einsätze. Nimm farblos. Und auch ein anderes Tuch für die hellen Teile, ja? Danke, Mutti. Brust 86. Ja, ich weiß, ich bin nicht besonders sportlich. Aber wieso? Sie haben doch eine sehr schöne Figur. Warum wollen Sie eigentlich Kindergärtnerin werden? Warum nicht? Sind Sie dafür nicht zu schade? Ich meine, Sie können doch was ganz anderes studieren, zum Beispiel Kunstgeschichte oder Theaterwissenschaften. Sind Kinder nicht viel wichtiger als Theater oder Museen? Außerdem liebe ich Kinder. Ich werde einmal 17 haben. 17? Das hat Ihr Bruder aus meinen Sternen herausgelesen. Was hat er denn sonst noch herausgelesen aus Ihren Sternen, mein Bruder? Oh, Thomas. Sie werden heute Abend wieder singen, ja? Nein, weil Sie mir meine 17 Kinder nicht gönnen. Sous le pont de Paris, lorsque naissent les nuits, tous sortent de se faufilent en cachette et sont heureux de trouver une couchette. Hôtel du courant d'air, où l'on ne paie pas cher, le parfum et l'eau, c'est pour rien mon marquis. Sous le pont de Paris. Noch eins bitte. Das mit dem Meer. Wie geht denn das noch? Meinst du das? Ja, das ist es. Ja, das mag ich auch so gern. Mit deinem Aufsatz. Du wolltest ihn doch heute noch schreiben. Den mache ich morgen. Komisch. Wieso denn? Psst, sei doch mal still! Das habt ihr jetzt davon! Ich muss jetzt stricken, sonst werde ich nicht fertig. Nein, bitte nicht stricken. Ich finde das furchtbar, diese ewige Strickerei bei den Frauen. Aber Pullover möchten die Herren tragen. Lernst du nun mit Claudette Französisch oder nicht? Ich höre euch nur immer Deutsch miteinander quasseln. Na klar lerne ich Französisch. Also, wenn ich dir einen guten Rat geben darf. Du solltest nicht ständig hinter ihr her sein. Was heißt hinter ihr her? Erst hast du einen weiten Bogen um sie herum gemacht und jetzt wandst du dich an, wer weiß wie sehr. Ich habe es gar nicht nötig, mich anzuwanzen. Wir verstehen uns eben. Claudette hat ein gewisses geistiges Format und kann sich auf die Dauer nicht mit deinen Bastelarbeiten befassen. Also daher pfeift der Wind. Du bist eifersüchtig auf sie, weil sie mir einen Pullover strickt. Wer strickt wem einen Pullover? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass... Natürlich. Sie weiß, dass ich bald Geburtstag habe. Bald? In einem halben Jahr. Und warum hätte sie dann bei mir Maß genommen? Du bist wirklich begriffsstutzig. Na, weil es eine Überraschung für mich werden soll. Deine Fantasie möchte ich haben. Und dir kann sie doch noch ihre Studien für den Kindergarten machen. Nur weil du 4 Jahre älter bist. Mädchen sind gar nicht scharf auf Typen wie dich. Immer unsportlich. Du bist nicht gefragt. Und bei Claudette schon gar nicht. Siehst du, das ist Mama, nur weil du wieder wie ein Wahnsinniger brüllst. Aber so hat es doch keinen Sinn. Wenn du dich weiter so benimmst, lernst du nie was. Du bist verknallt in sie, nicht wahr? Verknallt ist ein blödes Wort. Also gut, ich sehe, du bist es. Aber schau mal, du bist doch noch viel zu jung für sie. Und außerdem mag sie mich. Naja... Das kann schon sein. Aber trotzdem. Lass uns doch um sie knobeln. Also, Schere, Papier, Stein. Ist zwar Blödsinn, aber wenn es unbedingt sein muss. Der andere muss dann aber auf jeden Fall zurücktreten, damit du klar siehst. Ist klar. Eins, zwei, drei. Tut mir leid, Manny, aber ich wusste es vorher. Nein, nein, macht nichts. Wir hatten das ja so ausgemacht. Du hast sie gewonnen. Wir müssen uns mal eine Liste zusammenstellen, was wir das nächste Mal mit herausbringen. Der Kaffee geht zu Ende. Und jetzt wird es nachts schon kühl. Wir brauchen jeder noch eine zweite Decke im Bett.
Ach, wir brauchten vieles. Hier müsste alles renoviert werden. Neuer Boiler muss her. Und dann schau dir doch mal diesen verwahrlosten Rasen an. Ach, bitte, Karl. Mach dein Wochenendhaus nicht perfekt. Sonst ist es kein Paradies mehr. Es ist wirklich ein Paradies. Eva mit dem Apfel. Oh, ich habe einen, der ist ganz reif. Nicht so grün wie die anderen. Wer will beißen? Manfred? Nein, ich bin nicht so veräpfel. Ich! Merci, der ist prima. Thomas, wollen Sie auch? Danke, gern. Warum bist du eigentlich in letzter Zeit immer so patzig zu Klo? Sie tut dir doch nichts. Ach komm, lass mich. Also, ich finde die prima. Ich würde die glatt heiraten, wenn ich älter wäre. Schau, diesen Ulla hat sie mir geschenkt. Und was sie mir alles erzählt. Ich weiß einfach alles von ihr. Was denn? Ja, alles eben. Von zu Hause, von ihrem Bruder, von Jean-Paul in Lyon. Wer ist denn das? Das weißt du nicht? Und der heißt auch Paul. Jean-Paul. Komisch, nicht? Paul, genau wie ich. Das ist nämlich ihr Freund. Und den heiratet sie mal. Sein Vater ist Direktor in einer Seidenfabrik. Und Paul arbeitet dort auch im Werk. Na, woher weißt du denn das alles? Hast du mal wieder herumspioniert? Gar nicht herumspioniert. Ich bin doch ihr Vertrauter. Mir erzählt sie alles. Weil ich nicht immer solche Hundeaugen mache wie die anderen Jungs. Und deshalb ist sie auch am liebsten mit mir zusammen, hat sie gesagt. Sag mal, ist das wirklich wahr? Ich meine, ist sie richtig verlobt mit ihm? Ja, sicher. Für wen denkst du denn, schrägt sie den Pullover? Und Paul hat doch am 5. September Geburtstag. Wenn ich daran denke, dass ich sie verliere, jeden einzelnen von diesen Bengels, an irgendeine Mimi oder Bibi oder Claudette. Du hast wohl heute deinen sentimentalen Tag. Du kannst sie doch nicht alle behalten. Warum immer nur die Mütter? Sollen sich doch auch mal andere Frauen mit ihnen rumärgern. Und sie lieben, Karl, vergiss das nicht. Wenn man sie nicht so liebte, würde man sich ja gar nicht so sehr über sie ärgern. Ich habe das alles so lieb gewonnen hier. Das Land, euch, alles. Als ob wir schon ganz, ganz alte Bekannte wären. Ja, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass Sie schon so bald wieder abreisen werden. Wenn ich vielleicht nach Paris komme, in 3 Jahren oder so. Oh, bis dahin habe ich die erste Baby von meinen 17. Ich werde doch heiraten in 2 Jahren. Ich habe eine Fiancée, verlobt. Habe ich das nicht erzählt? Oh nein, das war Paul. Danke, Paul. Wiedersehen. Und die Briefmarken nicht vergessen. Ciao, Claudette. Au revoir. Je t'aime, je t'aime. Weißt du denn, was das heißt? Klar, ich liebe dich. Paul. Aber Mutti, denkst du denn, wir haben nicht miteinander Französisch gesprochen? Ich bin eben zurückgekommen. Onkel Karl hat mir gesagt, dass ihr alle hier seid. Freddy! Sag mal, ist sie das? Ja. Und sowas lasst ihr wieder wegfahren? Thomas, Melly, was seid ihr denn für Kerle?